Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir sind nicht dafür ausgestattet, Poison Ivy einzusperren. Sie bleibt ja nur noch ein paar Stunden hier. Dann wird sie nach Blackgate verlegt. Klar, wenn sie vorher die Polizeiwache nicht zum Einsturz bringt. Okay, Donutfresser. Bringt ihr Ivy jetzt zu mir oder muss ich mich selbst auf den Weg machen? Wie ihr wollt. Du kriegst lebenslänglich. Ja, und damit herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight. Wir spielen natürlich Storyback von Harley Quinn. Der schleckigen Mädchen. Du bist richtig unwerfbar, weißt du das? Hast du mal meinen Schlüpfer sehen da? Harley, hör gefälligst auf, herumzutäuteln. Wir müssen Poison Ivy sofort nach Gotham bringen, wenn wir Batman vernichten wollen. Halt den Schnabel, Spatzenhirn! Vergiss nicht, ich helfe dir und Scarecrow nur, damit wir Batman töten können! Oh, oh, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen, was? Gut, jetzt beeil dich und such Ivy. Befreie Poison Ivy aus der Polizeiwache und Bloodhaven. Mhm. Finde ich aber geil, dass die Anzeigen irgendwie anders ausschauen. Bringt das auswählen? Noch ein paar Tricks auf Lager. Oh, das glaube ich gern. Bäh. Die Melodie ich sollte aus dem Weg gehen. Was war das? Will uns da wer verarschen? Wo kommt das her? Muss schon sagen, beeindruckend, wie du dich vorhin geschlagen hast. Ein Mädchen wie dich könnte ich gut gebrauchen. Kein Interesse. Och, wie viel, Liebes? Was wirst du mich kosten? Sag's mir. Ich bin nicht käuflich, Pinguin. Für kein Geld der Welt. Vor allem nicht von Leuten, die meinen Pupi umbringen wollten. Dein Pupi sieht jetzt die Radieschen von unten, Quinn. Und ich kann dir einen Job geben. Also, was ist der Preis? Du könntest es dir nicht leisten. Außerdem... Lachgas? Schlingfalle? Springteufel? Nur einem treu! Das werden wir noch sehen. Wie spreng ich da die Wand? Gar nicht? Joker forever? Alles klar. Nee, das geht auch nicht. Wir können nochmal einen Springteufel probieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, hier bin ich ein bisschen falsch. Heute noch, Quinn, heute! Ach, halt auf die Fresse. Okay, es geht dringend auch schon wieder los. Da habe ich mich ja nur verstecken können. Der will, dass ich da hochgehe. Ja, klar. Überzeugen, diesen Wahnsinn zu beenden? Boom steht da. Ich hab kein Boom. Nur so verliere ich nicht meinen Verstand! Bringt ja nix. Hey.
Ich habe ja nichts. Also irgendwie. Beweg deinen Arsch, Quinn. Kann es sein, dass mir was fehlt? Ah, okay. Da geht's raus. Okay. Quinn, sei leise. Du solltest nicht so viel Aufsehen erregen. Geht nicht, Trottelpott. Leise gehört nicht zu meinem Vokabular. Genau. So, was läuft hier ab? Ganz schön viele Leute hier. Ich habe gar nichts gemacht, Officer. Sieht das keiner? Der mal die Waffen, ey. Was haben wir gedacht? Ich wollte mal gucken, wie weit ich da komme. Wenn ich da einfach auf Blüten gehe. Hättest ihr wissen müssen, was? Schick nie ein Flittchen anstatt eines Mannes los. Ja. Halt auch dein Maul, du bist so viel zu blöd hier. Man, das sieht doch das da gleich, oder? Oh, heute ist wohl wirklich nicht dein Tag. Ach, ich kann da hoch. In den Sack. Okay, das müssen wir anders managen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass man da hochkommt. Eher nochmal anfangen. Ich sagte Scarecrow, dass du uns enttäuschen würdest. Muss ich wohl einen meiner Männer schicken, um das zu erledigen? nee, passt. Das war jetzt mit Absicht. Ist ein bisschen ungewohnt. Ja,
gucken, ob es da von oben ausschalten oder sowas auch gibt. So, ich hoffe, der hat mir nichts gesehen. Oh, hier sind zwei. 1199, wiederhole 1199! Officer braucht Unterstützung! Was 1199 brauchst oder kostet oder was? Das wollte ich schon immer mal zerstören! Mein Arsch. Was gibt denn da eigentlich? Harley, ich verstehe dich ja. Ruhe! Ich will es nicht hören! Ich muss den natürlich ein bisschen einzeln erwischen. Da sind zwei. Mist, den haben wir nicht schnell genug gekriegt. Erinnerst du dich noch daran, als... Hör endlich auf, meine Gedanken zu stören! Ich werd's dir zeigen! Shit, sind zu viele da. Mach den Cut. Kann ich ja weg? Die sind zu zweit. Weißt du, Harley? Bla bla bla, niemand hört dir zu. Das dient's für Unhöflichkeiten. Schnell, schnell! So, den haben wir. Sind nur noch die zwei da, ne? Warum müssen die so nah beieinander sein? Nachsehen, ob die Bullen Ivy vielleicht im System haben. Das ist mir zu kryptisch. Geh einfach zum Computer und finde Ivy. Warum sagst du das denn nicht gleich? Sis. Natürlich war ich jetzt wieder auf der falschen Seite. Okay. Rupfen würde? Ups, das war falsch.
Oh oh. Was soll das denn? Verschwinde endlich! Ciao, Baby! Kann ich dein Ernst sein? Das hast du nicht erwartet, was? Bing Bong! Du sollst mir quatschen gehen. Bleib liegen, danke. Ja. Geht auch. Komm mal da rein. Nein. Da ist doch was. Ach so, da hätte ich die reinhauen können, ne? Die Hütte sichtbar, ey. Ich hab den Lift blockiert. Hörst du, Quinn? Jetzt haben wir dich. Ich würde nach oben gehen, aber irgendwie macht's nicht. Oh, jetzt. Kann ich da nicht hoch? Ah. Hey, Butterpot! Was will Schmeercrow eigentlich mit Pammy? Was tut das zur Sache? Wenn Scarecrow sagt, wir brauchen Ivy, um die fliegende Ratte zu töten, dann brauchen wir Ivy. Hey, von einer fliegenden Ratte war nie die Rede. Was für eine Ratte überhaupt? Es ist Batman, der sterben soll. Ah, den meinte ich, Harley. Cool. Den meinte ich. Drüben ist auch eine Pflanze. Schwupp. Sind aber leider doch, da ist noch eine. Okay, mal gucken, ob wir ein paar einzelne ausschalten können. Sind natürlich zu zweit. Spring mir nach. Ich werde nicht über Mr. J spotten. Ich frage mich, ob ich die vor hinten auch lautlos ausschalten kann. Ich probier's mal. Ihr Schweinchen mögt mich wohl. Ihr seid so anhänglich. Der Ganger, ja. Ja, die kommen wir zu zweit. Das magst du nicht oft, Junge. So, einer noch, ne? Arme kleine Harley. Ich hasse Bullen. Ne? Ich mach nur Gebrauch von meinen Rechten. Das klang aber sehr metallisch.
Weg an den Hintern. Meine Männer haben Nightwing draußen gesichtet. Und? Du willst weitere Komplikationen sicher vermeiden. Au contraire, Pinguin. Wie der Joker zu sagen pflegte, wenn es nicht kompliziert ist, macht es keinen Spaß. Ah ja? Ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß. Er war so tiefgründig. Rotschopf, du bist ein schlimmer Finger. Harley, du willst mich befreien? Wieder mal. Los, wir haben sie umzingelt! Halt still! Ich wollte drüber hüpfen. Keine Ahnung, was jetzt war. So. Jetzt werde ich sagen, ja. Das fühlte sich gut an. Oh. Endstation, Quinn. Bad Night! Night. Bad Night. Wärst besser nicht hierher gekommen. Batman hat echt einen Freak aus dir gemacht. Schubam! Au! Mann, ich will doch nicht angreifen. Das Gekratsche hier. Okay, Nightwing, du wendest übermäßige Gewalt an. Mach du dich, Knast, da geht es nämlich hin. Warte, bis ich meinem Anwalt davon erzähle. Ja, das wollte ich ja nicht. Bewaffneter Überfall. Da liegt noch eins. Geh auf, Quinn. Jetzt aufhalten, Quinn. Du bist nichts als ein Langweiler. Ich will doch nicht so angreifen. Ich, na Mann. Sieh dich an. Genauso nutzlos wie der Joker. Zu schade, dass ich ihn nicht selbst töten konnte. Endstation, Quinn. Bad Night! Nightwing. Du bist nichts weiter als ein langweiliger Sidekick. Mann! Gib auf! Mann, du hast echt einen Schaden! Ich bring dich hinter Gitter. Hast du Probleme mit der Aggressionsbewältigung? Die Nerven halt, ne? Du bist ganz schön verschlagen, was? Ja, da willst du den Polizisten angreifen und dann kommt die Scheiße da. Seht ihr das? Übermäßige Gewalt an! Du wirst ewig einsetzen.
Fies weg von der Frau. Du hast dir ganz schön Ärger eingehandelt, junger Mann. Willst du etwa das Gesetz schützen, indem du es brichst? Lass deine Waffen weg. Bist du bescheuert oder was? Ausgespielt, Junge. Brauchst du Hilfe? Hätte ich schon lange drauf. Jetzt kommst du her damit. Das ist doch mal eine Überraschung. Jetzt schnappt ihr Ivy und bringt sie raus. Da wartet ein Wagen auf euch. Scarecrow wird erfreut sein über unsere Arbeit. Unsere Arbeit? Entschuldige mal, Butterpott. Nur rumzulabern ist wohl kaum Arbeit. Du kleine Miese. Na na, sei lieb oder es gibt keine Ivy. Komm einfach zurück nach Gotham. Los, Pammy. Scarecrow möchte dich sprechen. Ja, das war Harley Quinn Storyback. Die sind nicht allzu lang. Wir machen natürlich dann noch weiter mit Red Hood und so weiter und so fort. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen sich dann in der nächsten Folge. Ciao.